Die Polizei in Kanada hat gestern am 17. Februar 2022 Tamara Lich in der Hauptstadt Ottawa festgenommen. Tamara Lich ist einer der Anführer des Freedom Convoys. Die Aktionen der Lkw-Fahrer hatten aus Protest gegen die Impfpflicht bei Grenzübertritten begonnen. Inzwischen richten sich die Demonstrationen allgemein gegen die Corona-Regeln und die Regierung von Premierminister Trudeau. Justin Trudeau hatte am Montag, dem 14. Februar 2022, Notstandsbefugnisse in Kraft gesetzt, um gegen die Protestkonvois vorzugehen. Daraufhin hatte Ottawas Interimspolizeichef Steve Bell den Protestierenden am Mittwoch, dem 16. Februar 2022, ein Ultimatum gestellt und mit Festnahmen gedroht, falls sie das Stadtzentrum von Ottawa nicht räumen. Am gleichen Tag abends postete eine ziemlich mitgenommene Tamara Lich eine Nachricht in den sozialen Medien, in der sie zu akzeptieren schien, dass sie bald verhaftet werden würde. Tamara Lich sagte: "Es ist ziemlich wahrscheinlich. Ich denke, es ist unvermeidlich. Aber ich werde morgen, Donnerstag, wahrscheinlich irgendwo hingehen, wo ich drei anständige Mahlzeiten pro Tag bekomme. Und das ist in Ordnung. Damit habe ich kein Problem. Und ich möchte, dass Sie wissen, dass ich keine Angst habe." Am nächsten Tag war dann die Polizeipräsenz im Regierungsviertel deutlich erhöht. Wie von Tamara Lich vorausgeahnt, wurde sie dann an diesem Tag verhaftet. Oh, you will be. It's me. What's that? Because I'm right next to her. If you're going to take her, you got to take me. You have to. This is Danny Wolford. Okay. And I'm Sean Dyson. Well, we are just as much as Sir Gentleman, don't see Sir Gentleman, don't hear. You guys know you're going on social media, right? Yep, I got you. Okay. See you later, guys. Have a good night. Oh. Enjoy yourself. We'll see you soon tomorrow. Hold the line. Our Officer, you gotta freedom. Take me too. Stay back. Okay? I hope we got recordings happening. That's the Mayor of Leeds right there. And I'm Sean. Okay. And Danny. Werden jetzt die Maßnahmen des Staates, die durch die Notverordnung erlaubt sind, dazu führen, dass der Freedom Convoy in Ottawa zusammenbricht? Oder aber kann der Protest weiterhin aufrechterhalten werden?